Hallo, mein Name ist Tim Schicke. Ich bin einer von vier technischen Ausbildern bei der Firma Dentsply Sirona in Bensheim. Ich möchte Sie herzlich begrüßen hier bei uns in der Ausbildungswerkstatt und möchte Sie darüber informieren, wie wir unsere virtuellen Betriebsbesuche gestalten. Und das lernen wir dann alles. Da kann man dann auch verschiedene Bauteile herstellen. Warum sind für uns die virtuellen Betriebsbesuche so wichtig? Wie für alle anderen Unternehmen auch, ist die Nachwuchskräftesicherung für uns als Weltmarktführer der Dentalbranche ein extrem wichtiges Thema. Im Zuge der Digitalisierung ist es uns nun möglich, durch virtuelle Betriebsbesuche Schülerinnen und Schüler über unsere Ausbildungsberufe und dualen Studiengänge zu informieren. Damit die virtuellen Betriebsbesuche erfolgreich werden, ist es wichtig, dass man einen guten Kontakt mit den umliegenden Schulen oder weiteren Institutionen hält. Ein Beispiel dafür ist das IHK-Projektbüro Berufliche Orientierung. Hier finden Sie einen Praxisleitfaden, an dem Sie sich orientieren können, damit Ihre Veranstaltung eine erfolgreiche virtuelle Veranstaltung wird. Als technische Voraussetzung für die virtuellen Betriebsbesuche braucht man lediglich ein Videokonferenzsystem und die passenden Endgeräte. Viel wichtiger ist die vorherige Absprache und Kommunikation mit den Schulen und das Einbinden der eigenen Auszubildenden. Denn so ermöglicht man einen authentischen Einblick in die eigene Ausbildung. Wir starten unsere virtuellen Betriebsbesuche immer mit der Begrüßung der Schülerinnen und Schüler. Dabei stellen wir auch die Agenda vor und legen die Regeln der Kommunikation der Veranstaltung fest. Um die Schülerinnen und Schüler abzuholen und frühzeitig in die Interaktion zu kommen, starten wir die Veranstaltung immer mit einem Quiz, um so auch den Bezug zum Unternehmen herzustellen. Anschließend stellen wir kurz das Unternehmen vor und informieren über die Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten bei uns. Nach den allgemeinen Informationen zu Betrieb und Ausbildung kommen wir nun zum Herzstück der Veranstaltung. Unsere Auszubildenden berichten über ihre Ausbildungsberufe. Hierbei gehen Sie darauf ein, was ein Mechatroniker, ein Industriemechaniker oder auch die Fachkraft für Lagerlogistik zu tun hat und können dadurch sehr transparent informieren, was die Schülerinnen und Schüler während ihrer Ausbildungszeit erwarten. In dieser Phase des virtuellen Betriebsbesuchs bietet sich die Möglichkeit für einen Austausch auf Augenhöhe zwischen Schülerinnen und Schülern und unseren Auszubildenden. Was könnte das hier sein, was ihr hier seht? Wir ermutigen unsere Auszubildenden immer vorher, auch weiterhin in die Interaktion mit den Schülerinnen und Schülern zu gehen. Dann noch einmal die Frage in die Runde. Weiß jemand von euch, was das hier genau sein könnte? Das haben wir in einem Lehrgang programmiert. Das ist praktisch eine Adaption von einem kleinen bekannten Spiel. Zum Schluss des virtuellen Betriebsbesuchs stellen wir nochmal die Vorzüge des dualen Ausbildungssystems heraus. Wichtig ist, dass durch die Auszubildenden die Begeisterung für das Unternehmen spürbar wird. Ich hoffe, wir konnten Sie begeistern, virtuelle Betriebsbesuche durchzuführen und wünschen Ihnen dabei viel Erfolg.